das kriegen wir jetzt trotzdem hin. Ich frage mich, ob ich einfach durchrennen sollte. Soll ich einfach... Ich renne einfach durch. Komm, auf geht's. Boah, das sind aber ganz schön viele unterwegs. Da brauche ich eine andere Strategie. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Die kommen nämlich erst, wenn ich ein Stück in das Feld reingelaufen bin. Vorher sind die noch nicht da. Ich kann mir nochmal schnell eine Panzerung holen. Ich glaube, das würde helfen. Eine Panzerung, dann komme ich da auch locker durch. Bis zum Ende mit... Ne, hier muss ich überhaupt nicht lang. Einfach nur eine Panzerung, dann noch ein bisschen Munition hinterher kaufen. Und dann komme ich da auch locker hin. So. Ja, ist auch wieder alles hier drin. Das sind alles Dinger, die wir aber jetzt hier schön verscherbeln können. Und Panzerung hat er nämlich auch hier im Angebot. Die Körperpanzerung hier oben. Waren verkaufen. Wir verkaufen auf jeden Fall schon mal diesen Artikel hier. Das brauchen wir nämlich gar nicht, das Zeug. So. Dann brauchen wir auch die Geschosse hier erstmal nicht. Das haben wir überhaupt nicht, das haben wir auch nicht. Das brauche ich noch. Ja, geht jetzt zwar zu Lasten der Munition, aber das macht nichts. Das macht nix. Okay. Es sind mindestens drei Stück, aber... Also drei Stück habe ich eben gerade gesehen. Plus eben noch der eine dann jetzt am Anfang. Die Velociraptor-Karte. Oh, da habe ich ihn gerade gesehen. Den habe ich eben noch gesehen. Ja, der hat mich überrascht. Ach, ich regeneriere mich sogar von alleine, merke ich gerade. Soll ich es riskieren? Weil die ziehen mir jetzt doch relativ viel ab. Ruckelt es bei euch? Lese ich jetzt hier gerade, Moment. Machen wir das hier mal aus. Jetzt müsste es vielleicht besser gehen. Ich komme hier rein und bekomme direkt einen Herzinfarkt. Junge, wenn du wüsstest, wie es mir dabei geht, ey. Diese scheiß Raptoren, ey. Ich hoffe, ich muss da nicht mehr zurück. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Jack, come in. I got men trapped in a pressure chamber on your floor. Water's filling up fast. The
This entire place is sinking into the ocean. You've got to get to them in time before they drown. Nein, du willst mich jetzt verarschen. Ich will nicht ins Wasser. Ich will auch nicht in das Large Carnivore Paddock. Oh, da ist eine Zeitangabe. Oh, 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 oh. Oh, die sind da drin. Ich müsste die irgendwie da rauskriegen. Nein, das ist so... Also mehr nach Endboss kannst du ja nicht riechen. Bitte komm jetzt nichts Großes. Nix mit Spino-Time. Der soll sich mal verpissen. Ich hasse es. Nein. Ey, doch nicht im Wasser. Jetzt erstmal eine Valium. Ja, ich schwör's dir echt, ey. Halt mal deine volllaute Schnauze, du dämliches Mistvieh. Vor allem, Bob, Ola, ich sollte hier mal ganz kurz die Flammenwerfer reinmachen. Ja, denn die tun richtig gut, ne, du dämliches Mistvieh. Das ist dafür, dass du den T-Rex getötet hast. Meinst du, der ist schnell? Ne, er ist zumindest nicht so schnell, wie ich gedacht habe. Natürlich kommen da auch noch kleinere Saurier. Natürlich kommen da auch noch kleinere Saurier. Selbstverständlich. Wisst ihr übrigens, dass es zwei Dinge gibt, bei denen ich extrem gerne abkacke? Eins davon sind Rätsel und das andere sind Endbosse. Wo ist der denn jetzt hin? Ist der jetzt weg? Habe ich gewonnen, oder was? Okay. Bino ist weg. Ich werde einen Teufel tun und da reingehen. Ich habe halt keine Zeit, um mich hier einfach mal umzugucken, ne? Aber dieses Spiel möchte, dass ich da reingehe. Na komm, wir haben keine... Da kommt er doch, ne? Oh, der ist direkt vor mir. Der ist direkt vor mir. Boah, das war... Uiuiui, war das knapp. Ich wette, der ruft die kleinen Raptoren nämlich, wenn der anfängt zu schreien. Könnte ich mir relativ gut vorstellen. Das Ding ist nur, ja, wenn ich jetzt wieder umswitche, wollte ich gerade sagen, auf den Flammenwerfer, schnell, schnell, dann kommen nämlich die kleinen Raptoren angerannt. Ist doch ein akkurater Spino. Akkurat ist der halt wirklich, aber er ist halt... Der ist ja, das ist ja viel zu schwer. Aber ich will mal ganz kurz gucken, warum gibt mir das Spiel jetzt hier die Option, ins Wasser zu gehen. Ich will es einfach nur mal ganz kurz ausprobieren. Wenn der nämlich da hinten rauskommt, gehe ich einfach mal hier rein. Ich
Kann es nämlich sein, dass ich den überhaupt nicht umbringen muss? Wenn wir nämlich mal hier auf die Karte gucken. Ich hab's Gefühl, ich muss hier hoch. Hier bin ich ja auch runtergefallen, ne? Von diesem oberen Ding. Nee, hier bin ich runtergefallen. Glaube ich. Also es wäre mir ganz lieb, wenn der da jetzt gleich rauskommen würde, weil ich muss da rein. Ich glaube zumindest, ich muss da rein. Weil ich würde sonst nicht wissen, was ich machen soll. Wenn der Spino jetzt hier drauf geht, was wird mir das helfen? Wenn der Spino jetzt hier stirbt, ich muss irgendwas hier mitmachen. Das hier oben, das sieht so auffällig aus. Ich muss hier irgendwas machen. Komme ich da vielleicht auch an irgendeiner Seite hoch? Nee. Und das aber auch noch mit einer Zeitbegrenzung, ey Leute, das ist halt wirklich. Aber hier bin ich runtergefallen auf jeden Fall. Da vorne kommt er doch schon. Ach. Lebensbalken vom Spino sagt ja. Auf was denn bezogen? Dass ich ihn nicht töten muss, meinst du? Bin mir da nicht so ganz sicher. Boah, der schwimmt einfach auf mich zu. Der ist auch noch sau schnell. Oh Gott. Okay, na, ich komme hier nicht lang, gell? Scheiße. Oh, Alter. Ja, was soll ich denn da aber machen? Ich check halt nicht, was meine Aufgabe da gerade ist. Weil ich habe ja auch nur begrenzt Munition. Das heißt, wenn ich den wirklich töten sollte. Teamkollegen retten. Wasserventil 1 und... Ach, du Scheiße. Ich muss den nicht töten. Ich muss diese Wasserventile... Da oben ist auf jeden Fall eins und das zweite weiß ich noch nicht. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal in irgendeine Höhle rein. Haben wir nicht irgendwo eine Höhle... Wo der nicht unbedingt rauskommt gerade. Ja, hier muss es doch eigentlich in eine Höhle reingehen. Ja, okay, ich hab's gecheckt. Ich könnte so kotzen. Wir müssen hier rein oder hier rein und müssen dann hier oben hin. Das ist jetzt hier das Ziel. Von diesem Level. Ich werde jetzt noch so oft drauf gehen. Wir machen aber jetzt erstmal eine taktische erste Runde. Und zwar will ich jetzt wissen, was passiert, wenn ich jetzt direkt in die Höhle reinrenne
und der Spinosaurus immer noch nicht draußen ist. Oder ob ich wirklich warten muss, bis dieses Arschvieh da rauskommt. Wir testen das jetzt mal. Obwohl, Moment, der kommt ja immer hier raus, ne? Ich gehe einfach mal da hinten rein. Der kommt ja immer aus derselben... Und ich frage mich halt aber auch, ob ich schnell genug bin, wenn der schwimmt, vor ihm wegzurennen. Also er hat mich ja eben gerade gekriegt, aber ich glaube nur, weil ich stehen geblieben bin. Das heißt, wenn der jetzt vor mir kommt, habe ich halt gelitten, aber ja, er kommt nämlich hier nicht raus. Scheiße. Er ist nie im Leben, ist der schon draußen. Doch, ist er? Erzähl mir doch keinen Quatsch. Notfallleiter. Natürlich ist die ganz da hinten. Die ist hier hinten, ne? Ach, leck mich am Arsch, Mensch. Ihr habt ab und zu Standbild, sagt ihr. Ihr meint jetzt hier im Stream, oder was? Müsste aber eigentlich funktionieren. Raptoren töten, wenn du an Land bist, einfach vom Spino weg. Ihr habt manchmal Standbild, echt, okay. Jimfreak 110, danke für dein Follow. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe das mal im Auge. Ich weiß nicht, warum ihr jetzt hier ab und zu mal ein Standbild oder ein Lag habt. Ich habe aber eigentlich alle Programme jetzt hier geschlossen. Sollte eigentlich nichts im Weg stehen. Risiko! Oh fuck, falscher Knopf. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Der kommt doch jetzt eh von vorne. Erzähl mir doch nicht, dass der jetzt nicht von vorne kommt. Als ob der jetzt gar nicht mehr auftaucht. Der hat Angst. Ich sag's euch genau, wie es ist. Der Spino hat einfach Angst. Weil er ein Lauch ist. Okay. Das ist so bescheuert. Das ist so bescheuert bei diesem... Bei diesem Rätsel abzukacken, wollte ich gerade sagen. Ist so dumm. Okay. Eins und zwei. Hui. Ja, bei OBS habe ich aber normalerweise unten so eine Anzeige, die mir zeigt, wenn, wenn es laggt. Das sehe ich jetzt zum Beispiel halt gar nicht. Jack, that was fine work. I knew you could do it. I'll make sure you have a cold one waiting when we get out of here. Aber solange es einigermaßen erträglich ist, passt das doch. Jack, you saved us. The water's gone. We're gonna push forward. We'll see a topside. Der Spino ist jetzt eh nicht weg, ne? Und ich komme da ja auch nicht drüber. Das heißt, ich... Was denn jetzt? Moment. Risiko-Run, 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 Risiko-Run. Das ist ein Risiko-Run. Und da ist aber das Loch jetzt, ne? Komm ich da durch? Komm ich eh nicht drüber, als ob.
Was sagt uns die liebe Karte? Da hinten kommen wir auf jeden Fall auch nicht durch. Oder hat sich da vielleicht irgendwas zu unserem Vorteil geöffnet? Denn andernfalls muss ich da jetzt wieder runter und ich wette mit euch, jetzt muss ich den Spinosaurus wirklich töten. Obwohl ich auch nicht genug Munition hätte für diese Aktion. Gab's noch eine andere Leiter? Bist du dir sicher? Ich glaub nämlich nicht. Doch da vorne, gell? Die hier. Ist das eine Leiter? Oder bin ich bescheuert? Ich hab da anscheinend gerade nicht aufgepasst, weil ich Angst hatte. Okay, das heißt, ich muss da jetzt nochmal runtergehen und dann auf die andere Seite rüber. Was soll da schon schief gehen, ne? Was soll jetzt schon passieren? Also ich schätze mal, er taucht nicht mehr auf. Lass dir die Pizza auf jeden Fall schmecken. Solange es keine Hawaii ist. Weil das ist ein Frevel an der Menschheit. Gut. Das heißt aber, mit genug Munition, der Spino wird noch zum Endboss werden. Das war nicht die Spino-Erfahrung, die ich gemeint habe in der Demo. Das war eine andere. Ja, von da bin ich jetzt zwar gekommen, aber ich will mal gucken, ob ich irgendwie auch anders zurück kann. Ach, natürlich, klar. Genau, hier sind die ja fast ertrunken. Das heißt, hier kann ich jetzt erstmal durchgehen. Salami-Schinken mit extra Käse, sehr geil. Okay. Aber einer ist noch da. Ja. Einer ist noch da, ich wusste's. Es ist natürlich fies, wenn man dann vorher, ich habe das ja gerade zum Glück nicht gemacht, wenn man aber dann vorher seine ganze Munition am Spinosaurus verballert und dann für das hier nichts mehr übrig hat. Okay. Das war jetzt ja easy gelöst, das Problem. Ich habe die Physik durchgespielt. Bin jetzt wieder an irgendwas mit Wasser. Ich will da nicht rein. Ey, es geht mir so auf den Sack, dass dieses Spiel so krass auf Wasser basiert. Ich habe nämlich auch schon ein Bild gesehen im Internet, wo du einfach unter Wasser tauchst und unter Wasser der Spino auftaucht. Oh. Wir haben was Schönes Neues gefunden. Was ist das jetzt hier? Das ist jetzt der Flammenwerfer. Dann ziehen wir den gerade mal nach da oben auf die Nummer 4. Würde ich ja sehr gerne mal ausprobieren. Insektarium ist auch nicht gut. Da sind riesen Spinnenweben. Und ich wette, dass die mich auch noch vergiften können, jetzt die Viecher. Da hängt doch eine. Ich hoffe halt echt nicht, dass die mit Gift schießen können. Das wäre echt doof. Okay, die Spinnenweben bekomme ich damit nicht weg. Du Scheiße, sind das viele. Uiuiuiui.
vermisst man doch glatt den Spinosaurus. Da unten sind auch noch welche. Aber das sind auch keine Spinnen, das ist irgendwas, was fliegen kann, oder nicht? Da unten sind eben ganz viele rumgerannt von den Dingern. Ton und Video sind nicht synchron. Jetzt erst, oder was? Oder schon die ganze Zeit? Der Ton ist langsamer als das Video. Im Spiel oder von mir? Der Ingame-Sound oder der Sound von mir? Das kann ich aber anpassen. Warte mal. Das haben wir gleich. Jetzt müsste es besser sein. Kann auch sein, dass gerade echt irgendwie OBS rumspackt oder sowas. Wenn es am Anfang nämlich nicht so war. Ui. Dann kann das schon daran liegen, dass ich vielleicht mal ein Update machen sollte. Oh oh, weg hier. Ich muss... Ja. Hoffen, dass das auch hilft, dachte ich mir gerade, aber es hilft sogar sehr gut. Ich muss mir das gerade mal selber anhören. Ja, irgendwas tickt gerade rum. Ich sehe es auch gerade auf dem Kontrollbildschirm tatsächlich. Irgendwas spinnt da gerade ein bisschen rum. Lass mich aber gerade nochmal kurz das hier so, zumindest bis zum nächsten Speicher durchmachen. Jetzt hat es eben gerade gespeichert, okay. Dann werde ich mal ganz kurz gucken, ob es was bringt, OBS nochmal neu zu starten oder ob ich ein Update machen muss. Ich bin gleich wieder da. Dann gebt mir eine Sekunde. Ja, auf dem Gaming-Kanal wird alles nachträglich noch hochgeladen, was wir eben hier zocken. Ich bin sofort wieder da. Einfach kurz im Stream bleiben. Und ich gucke mal, ob es am OBS-Neustart liegt. Und wenn nicht, muss ich halt ein Update machen. In dem Fall würden wir einfach dann morgen weiter zocken. Na, wir gucken erstmal ganz kurz.